Bild hier auf der DB Mobilität erleben, der Innovationsmesse der Deutschen Bahn. Hinter mir der neue Service-Roboter Spot, den die Deutsche Bahn aktuell gerade entwickelt. Und wir schauen uns jetzt einmal an, mit welchen neuen Innovationen die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren auf sich aufmerksam machen wird. Hier im neuen Zweierabteil der Deutschen Bahn und jetzt können wir hier gleich ein spektakuläres Feature sehen. Wir werden jetzt sehen, wie das Zweierabteil zum Knutschabteil wird. So, und dann ist das Milchglas aktiviert und niemand kann hereinschauen. Das war spektakulär, Herr Peterson. Wir sind hier im neuen Zweierabteil der Deutschen Bahn. Erzählen Sie uns davon, was kann dieses Abteil? Ja, das hier ist ein Abteil, das wir derzeit in der Erprobung haben. Wir möchten für unsere Gäste neue Sitzlandschaften erproben und wir kriegen immer wieder die Anfrage, dass die Menschen mit mehr Privatsphäre reisen möchten. Und deswegen ist das hier eine Möglichkeit, wie Menschen entweder für private Zwecke oder geschäftliche Zwecke sich ihren privaten Freiraum im ICE schaffen können. Wir haben hier eben schon ein Feature gesehen. Können Sie das noch einmal erklären, was wir da eben gesehen haben? Das sind einmal die Glasscheiben, die sind grundsätzlich transparent, aber man kann sie eben dann auf Knopfdruck milchig machen, sodass dann einfach der Privatsphärencharakter noch mehr gewahrt ist, wenn man beispielsweise in der geschäftlichen Besprechung vertrauliche Unterlagen austauschen möchte. Das andere, was man hier in dem Abteil tun kann, man kann hier mit den Knöpfen die Sitze verstellen. Das ist ähnlich, wie man das aus einer Business Class beim Flugzeug kennt. Haben Sie hier quasi fast eine Liegeposition, die Sie erreichen können. Und damit kann man eben auch nochmal in eine komplette Entspannungsposition reingehen. Herr Röhr, das digitale Handtuch, was können wir uns darunter vorstellen und ab wann können wir es verwenden? Das digitale Handtuch ist die Möglichkeit für Reisenden mit oder ohne Reservierung entsprechend einen Platz tatsächlich zu belegen und so diesen über die Fahrt zu sichern. Das heißt, nach einer Belegung durch ein Komfort-Check-In kann man den Platz verlassen, ins Bordbistro gehen und signalisiert anderen Reisenden, dass dieser Platz belegt ist. Wann können wir es verwenden? Wir werden die Echtzeitbelegtanzeige auf einem Großteil unserer ICE-Flotte in diesem Jahr ausrollen.